Willkommen zur Station Yes, mein Name ist Matthias und heute geht es um diese Maschine da. Das ist der Komposter. Naja, man kann damit H2 generieren, indem man Essen, Lebensmittel einfach reinkippt und naja, der macht daraus dann halt so schöne Würfelchen hier, wie heißen die nochmal? Mein Gott. Fertilizer. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall mit dieser Maschine H2 generieren, weil er verbrennt das oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Er kompostiert das eben und dabei entsteht H2. Wir gucken jetzt mal auf unseren H2-Stang. Das ist gut, ich habe gar kein Display dafür. Okay, wir machen das anders. Da haben wir unser H2-Tank. Wir merken uns jetzt mal die 262 Mol, die im Tank sind, bei 95 kpa. Jetzt packen wir das mal da rein. Die Maschine funktioniert natürlich vollautomatisch. So, jetzt fängt er auch schon an. Also er schreddert das Lebensmittel erst und wenn das geschreddert ist, sind wir bei dieser Zahl. Und er braucht drei geschredderte Einheiten, um dann letztendlich zu agieren. Der Raum oder der Druck, der im Raum jetzt entsteht, den sehen wir hier. Ich habe einfach mal so eine Konsole dran gehangen. Bei 100 kpa wird der Druck hier drinnen abgesogen und ja, dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Also sprich, er baut Druck auf, wird abgezogen und so weiter und wird dann gefiltert und dem Bank Tank beigetan. Wir warten jetzt mal darauf. Es ist ein kleiner Code. Ein Chip, das wart. Den Code gehen wir gleich mal ein bisschen durch. Ja, da war wieder so ein Stückchen Kompost. Das könnt ihr dann in eure Blumenpötte reinpacken und dann habt ihr eine höhere Erlösmenge oder sowas. Also irgendwelche Vorteile habt ihr. Mittlerweile funktioniert das auch wieder. Die Maschine braucht übrigens schon recht viel Wasser, also die hat hinten einen Wasseranschluss, den müsst ihr an eurem Tank ranheften und das war's. Ja, links ist der Eingang, rechts ist der Ausgang halt. Datenport, Stromport anklemmen muss ich ja glaube ich nicht sagen, das ist ja mittlerweile schon bekannt. So, jetzt wird der Aktivvent zieht jetzt den Raum wieder luftleer und dann entsteht da neues Gas, damit die Scheiben nicht platzen. Also hier in der Umwelt hinzustellen, wäre jetzt nicht so prickelnd, weil dann verschenken wir H2. Da. Das haben wir schon. Wir sehen jetzt gerade, wie das hier schön hoch geht. Jetzt geht es auch wieder runter, weil er gerade hier Sprit erstellt hat. Ja, also das kann man sich dann auch mal merken. Wir können ja aus O2 und H2 Sprit erstellen. Und, oder, naja, Sprit ist es nicht, sondern Gasfuel. Und ja, genau deswegen mache ich die Geschichte. Also ich verbrenne mein Essen letztendlich, um für meine Furnace ein bisschen Saft zu haben. Dann kann ich jetzt hier bisschen Hotgas reinkippen zum Beispiel. So, jetzt ist die Furnace auf Temperatur. Ich könnte jetzt irgendwelche Erze schmelzen. Ja, machen wir hier so ein grob auf Example. Zack. So. Danke. Das wandert jetzt in meiner Basis rein. Kann ich gleich mal zeigen. Ja, dafür mache ich dieses Spielchen halt.
Ich erstelle mir halt Hotgas, um halt meine Furnace zu bedienen. Und hier kann ich es normalerweise ablassen, aber. Irgendwie auch nicht. Ist ja wieder interessant. Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Oh, jawohl. Stimmt. Ich hatte etwas umgebaut und ja. Gut, ist nicht weiter tragisch. Schauen wir mal auf unseren Sprit. Wir haben 549 kPa. Wenn das nicht immer alles so lange dauern würde, ne? Ja, genau. Filter sind immer niedrig bei mir. So, jetzt wird wieder abgepumpt. Die Zahl, also unser Fuel wird jetzt hier gleich steigen. Ja. Ja, der triggert mal ganz leicht nach. Ja, also ihr seht schon, es funktioniert. Ich muss keine Erze mehr farmen gehen, irgendwo hier draußen. Also, naja, ich muss schon noch Erze farmen gehen, weil. Ja, das reicht mir leider nicht, um das alles hier zu basteln. Ich versuche mir ein richtig großes Gebäude zu erstellen. Das war auch eine Menge Arbeit. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so. Darum geht's nicht. Ja. Ja, den Code packe ich euch in die Videobeschreibung. Ihr müsst einen Laptop besitzen, zum Beispiel so wie ich. Gucken wir mal eben kurz hier in den Code rein. So, ihr braucht die Anzeigen nicht, also ihr braucht keine LCDs. Ihr braucht den Gassensor, ihr braucht den Active Vent, ihr braucht natürlich den Komposter und die drei LCDs für diese Maschine braucht ihr nicht. Natürlich ein IC Housing und den dazugehörigen Chip. Ja, und dann geht's schon ab. Reinschmeißen, fertig. Wenn ihr Havis habt, könnt ihr das Ganze automatisieren. Jo, und dann ist das auch gut. Dann gehen wir mal ganz kurz in der Basis rein. Dann zeige ich euch das noch, wie ihr Fertilizer aussieht. Weil man kommt ja irgendwann zu dem Punkt, wo man genug Essen hat, Lebensmittel. Ja, und so sehen die Kügelchen dann aus. Hier ist das Gold, was wir geschmolzen haben. Und hier ist der Dünger. Ja, den können wir dann hier reinpacken. Und dann ist das auch gut. Dann wachsen die halt. Und geben mehr Erlös. Mehr Früchte. Leider keine Samen. Glaube ich zumindest. Vielleicht geht das auch irgendwie. Das müsst ihr mal rumspielen, ausprobieren. Werdet ihr sicherlich was finden zu. Ja, das war's auch schon wieder von mir. Ist halt eine schnelle Nummer gewesen. Es geht halt nur um den Code. Den könnt ihr gerne haben, könnt ihr gerne benutzen. In dem Sinne verabschiede ich mich. Bleibt gesund, euer Matthias.